Herzlich willkommen, Freunde! Oh mein Gott, Leute, ich bringe noch ein Video. Wer hätte das denn gedacht? Ja, ich gucke mal, ne? Ich liebe ja den Adventskalender von Timolia. Und den spielen wir heute einfach mal. Das Texture Pack heißt Rangercraft Xmas. Ist für die 1.12. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt da rein. Ich habe schon einmal gespielt. Beim ersten Versuch habe ich 34 Minuten gebraucht. Aber das kann ich besser. Eigentlich war da wirklich nur eine Stelle dabei, die ich überhaupt nicht konnte. Ja, ne? So. Und das erste Türchen ist hier eine Zusammenfassung von den ganzen alten von 2016, von diesem Adventskalender. Boah, ich habe lange nicht mehr so viel geredet. Das ist echt komisch, Leute. Das ist richtig komisch. Hopp, hopp und hopp. So, perfekt. Jetzt sind wir schon bei Tag 2. Och, Manu. Mann, komm. Hopp. Und düt. Ich kann euch auch gerne zeigen, wo der Weihnachtsmann ist. Den habe ich nämlich schon entdeckt. Der ist ein bisschen komisch. Also ist schon ein bisschen schwerer zu entdecken, aber man kann ihn sehen von der Strecke her. Man kann ihn sehen. Ich bin da aber später dann hingeflogen. Da bin ich nicht extra hingesprungen, weil dafür war der Weg mir zu weit. Deswegen, Leute, macht erstmal dieses böse Jump'n'Run. Und dann, ja, ne, fliegt ihr einfach zurück. Und dann könnt ihr euch easy den Weihnachtsmann holen. So, hier haben wir das Entire-Bauwerk. Ach, scheiß Treppen. So, hopp, hopp, hopp. Oh Gott. Da war meine Mausgeschwindigkeit irgendwie auf einmal auf 1000. Auf 1000. Ja, der Grund, wieso einfach keine Videos kamen. Erstens, also ich hatte schon Lust. Aber dann denke ich mir immer, oh, dieses Thumbnail schneiden. Ja, ne? Und das ist eigentlich schon der Grund. Und ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich sau viele Klausuren geschrieben. Was nicht schön ist. Was nicht sehr, sehr schön ist. Das raubt mir alles. Vor allem dann, wenn man bei jeder Klausur diese Zeichnung da verkackt und dann keine gute Note bekommt. Also doch, 2 ist zwar noch eine gute Note, aber dass ich bei jedem, bei jeder einzelnen Arbeit diese scheiß Zeichnung verkacke. Mann. Ach Gott, da hätte ich dran springen können. Ich Fehler. Hopp. Perfekt. Und dann kam ja noch Pokémon Ultra Sonne und Mond raus. Das habe ich mir natürlich gekauft, beides. Damit ich einfach auch noch die letzten beiden Spiele in der Sammlung habe. So weit ist meine Sammlung komplett. Selbst dieses komische Detektiv-Pikachu habe ich. Aber das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ah, vielleicht sollte ich das mal spielen, aber es ist auf Japanisch. Weiß nicht, ne? Ob ich das wirklich spielen möchte? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht. Oh, ich liege aber eigentlich ganz gut in der Zeit. Hoffe ich. Ich habe mir natürlich auch das Video von Stegi und Tim angeguckt. Und da haben die 26 Minuten gebraucht. Und das möchte ich zumindest schlagen, ne? So, hopp. Dann hier runter. So, Checkpoint. Oh Gott, jetzt kommt das hier. Hier habe ich das Problem wegen dem Texture Pack, dass man das nicht so gut erkennen kann, wo jetzt Schnee ist und wo er nicht ist. Oh, gut. Diesmal war ich besser als letztes Mal. Hopp, hopp. Und da ist die Tür, die nur halb eine Tür ist. Oh Gott, jetzt das hier. Okay, dann mache ich mal den da aus. Ach, fail. Zurück. Hier am besten hier von der Tür abspringen. Dann kommt ihr da leichter rüber, als wenn ihr versucht von oben. Och man. Ich muss hier genau die Ecke erwischen. Perfekt. So, der Rest ist hier eigentlich recht leicht. Perfekt. So, hopp. Und dann springt man dahin, dann hier. Und dann kann man weiterspringen. Fail. Ich hatte
beim ersten Run 160 Fails, glaube ich, oder so. Oh Gott, ich sammle jetzt hier schon wieder Fails. Egal. Nein! Komm! Kamito Schnito! Benimm dich! Benimm dich! Hopp. Och nein! Leute! Leute, Leute! Hopp, hopp! Ach, perfekt! Ja! Super! Slime-Sprung. Ich bin nicht gesprungen, okay. Hä, hallo? Kannst du jetzt mal... Danke. Oh, gut. So, hier nehmen wir natürlich den leichteren Weg. Ich möchte es nicht riskieren, tut mir leid. So, perfekt. Hopp. Und hier geht's hoch. Boah, hier bin ich vorhin beim ersten Durchlauf direkt runtergefallen. Aber ganz, ganz oben, da habe ich mal ganz kurz mich umgedreht, weil ich gucken wollte, oh, die springen da so schön. Und dann war ich auf einmal unten. Das war nicht ganz so toll. Liegen wir gut in der Zeit? Ich glaube nicht. Also, ich glaube, ich habe schon zu viele Fails gehabt. 26, okay. Ich weiß auch gerade gar nicht, bei welchem Tag wir hier sind. Da steht ein Tag. Tag 7 erst. Oh. Tag 7. Oh Gott. Also die 15 Minuten wären rein theoretisch noch drin. Aber das sehen wir dann gleich. Beziehungsweise am Ende. Hopp, hopp. Hier. So. Und perfekt. Oh Gott, ich dachte, der Weg wäre falsch, aber er war doch richtig. Ja. Tag 13. Die Höhle ist etwas schwieriger, aber die war jetzt für mich kein Problem. Da hatte Stegi ganz viele Probleme. Wie ich das gesehen habe. So, hier kann man einfach hopp machen. Perfekt. Dann das hier. Oh, das habe ich verkackt. Ach man. Komm, 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 komm. Ach. Scheiße, wie habe ich das denn? Ah, so. Okay, perfekt. Perfekt. So. Das hier unten ist außerdem alles Eis. Ich weiß nicht, was das darstellen soll hier. Vielleicht ist es auch so Eis. Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Und? Ey, komm, letztes Mal habe ich hier gar nicht gefailt. Es ist... Oh Gott. Jetzt habe ich gerülpst. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Och, hallo. Mann, ey. Fängt schon wieder an. Ey, was ist das denn hier? So, hopp. Und hopp. Ey, Alter. Ich habe das letztes Mal locker easy geschafft und jetzt nicht mehr, oder was? Ach man, ey. Ich sollte mal lieber auch hochgucken. Ach nee, Mann, ich hatte so eine gute Zeit jetzt. Wieso ausgerechnet jetzt? Vorhin konnte ich das. So. So. Ja, ja. Oh, Checkpoint. Schnell weg hier. So, ah, jetzt kommt dieses, war das dieser Weihnachts-Dingsbums, wo man diesen Schlitten gefahren ist? Ich glaube schon. Und wenn man hier springt, dann wird man irgendwie so schnell. So, hopp, hopp, hopp. Und dann hier hoch. Perfekt. So, hier haben wir Checkpoint. Oh Gott. Hier haben wir Shaky Pointy. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, weil hier diese roten Blöcke sind. Die sind gefährlich, Leute. Die sind saugefährlich. So, jetzt sind wir bei Tag 10, okay. Achso, och man, diese Jump-Run da muss man gar nicht machen. Man kann ja einfach hier hochlaufen. Und hier reingehen. Perfekt, Leute. Nicht zurückgehen. Hallo. Danke, danke. So, dann müssen wir hier her. Hopp, hopp, hopp. So, komm. Perfekt.
Okay. Also bis jetzt sieht es, sagen wir mal, passabel aus. Also ich denke, diese 30 Minuten werde ich auf jeden Fall knacken. Hoffe ich. Ah, und in diesem Raum ist der Weihnachtsmann. Der ist... Sieht man ihn schon? Nee, sieht man nicht. Ach Gott, nee, nicht diese Stelle hier. Nein! Okay. Das hier war einer der Stellen, wo ich wirklich lange gebraucht habe. Ich glaube, so eine Minute auf jeden Fall. Ach Gott, da ist er nicht gesprungen. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Ja. Super. Super. Und hopp. Uhuhuhuhuhu. So, hier einfach hier. So, sieht man. Da. Da, seht ihr das? Seht ihr das? Da ist er. Warte, wir sehen ihn gleich noch ein bisschen besser. Also von vorne sehen wir ihn gleich noch. Ist nämlich eigentlich ganz schön gut. Und jetzt noch hier rüber. Hopp. Da ist der Weihnachtsmann. Der Buchstabe ist ein X. Also ich weiß nicht, wie darf man es sagen? Ich glaube schon, ne? Ist ja nichts Wildes dabei. Oder bin ich falsch abgesprungen? Aber egal. Ach, jetzt kommt das. Och Gott. Ach, das war diese Eisscheiße. Nein! Uhuhu, ich will wieder zurück. Danke. So. Hopp. Och Gott. Fail. So. Spring ich lieber von hier ab, oder? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Hopp. Und hopp. An diese Sprünge. Boah, musste ich mich erstmal hier auseinandersetzen. Erstmal eingewöhnen, wie das überhaupt noch geht. Boah, ich habe echt lange nicht mehr so viel gesprochen. Das ist schon ein bisschen seltsam, Leute. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das Video anfangen sollte. Dann habe ich erstmal noch ein altes Video geguckt, wie da meine Begrüßung war. Dann habe ich das halt nachgemacht. So, hopp. Und perfekt. So, der Rest müsste eigentlich jetzt hier leicht sein. Hoffe ich auf jeden Fall. Gut. Und Checkpoint. Perfekt. So, jetzt müssen wir hier hin. Rainer, 14, okay. Oh Gott, nee, 15 ist nicht mehr drin. Aber die 30, die ist drin, Leute. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass die drin ist. Sonst will ich schon ein bisschen weinen. Aber nur ein bisschen. So, jetzt sind wir hier. Am besten von hier unten abspringen, weil sonst zählt das nicht. Ich wurde da hinten nämlich immer wegteleportiert. So. Und festhalten. Stand da eigentlich dabei, ob das hier eine leichte Map ist oder eine schwere? Weil eigentlich ist es ja eine Zusammenfassung von 2016. Ich denke, dann ist es gemischt. Und ist irgendwie alles. Oder es wird einfach... Oh nein. Oh nein, ich kenne diese Stelle. Die kommt jetzt gleich, Leute. Wartet, Leute, ich bin gleich dabei. Wäre natürlich cool, wenn ich sie schaffen würde. Und zwar diese Stelle hier. Nein. Nein, ey. So, okay. Das hier ist ja mittlerweile eigentlich kaum noch ein Problem. So, ja, Leute, das war jetzt zwar nicht schwer, aber das kommt jetzt schon wieder hier. Was? Oh mein Gott, Leute. Ohne Scheiß, ich habe dafür lange gebraucht. Bestimmt 5 Minuten. 5 Minuten habe ich dafür gebraucht. Und jetzt habe ich es geschafft. Alter Schwede, ey. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Okay, dann kann ich das echt noch schaffen. Ich hatte nämlich kurz wieder Angst, dass ich 30 Minuten wieder brauche. Aber das sieht jetzt gut aus. Ab jetzt gibt es nämlich, glaube ich, keinen schweren Punkt mehr, glaube ich. Weiß nicht. Ich fand, ja, rein theoretisch gibt es jetzt keinen schweren Punkt mehr. So, es ist eigentlich hier nur noch ein bisschen durchwaschen. Scheiße.
Scheiße. Hopp, hopp, hopp. Komm, schnell. Und perfekt. Hopp, hopp. Ah, ja, Checkpoint, super. Super. So, jetzt müssen wir nach dahin springen. Oh, da hinten ist einer. Und so. Dann hier auch so. Checkpoint, nice. Nicer, dicer. Ach, das sagt man ja gar nicht mehr, oder? Easy. Falscher Server. Mit nicer, dicer. Nein! Okay, da muss ich dann doch nochmal Doppelsprung machen. Sonst klappt das nicht. So, hopp, hopp. Och, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich versau mir hier gerade wieder alles. So einen einfachen Sprung verkacke ich. Was bin ich denn für eine Tramtüte? So. Alter, als... Oh. Mann, das habe ich nur First Try geschafft. Scheiße, ey. Hopp. Oh Gott. Gut, 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 gut. So, rein da. Perfekt. Achso, hier hätte ich schon wieder was falsch gemacht. Hier muss man auf den Zaun. Dann hier hoch. Und hoch, und hoch, und hoch. Hoppidoppi, dann nach rechts. Links ist nichts. Da habe ich am Anfang den Weihnachtsmann gesucht. Aber habe ihn natürlich nicht gefunden. So. Dann hier. Und hier runter. So, Checkpointy mitnehmen. Und dann sind wir auch schon bei Tag 22, glaube ich. Ich habe jetzt echt nie aufgepasst. Weil ich bin ja hier... Oh Gott, Checkpoint bloß mitnehmen. So, hier wird man nicht schneller. Schade. Schade, schade, Schokolade. Oder doch ein bisschen schneller. So, hopp. Perfekt. Und, ach ne, jetzt sind wir erst bei 22. Okay. Okay, okay. So. Nein! Ach so. Ja, okay. Der Sprung ist auch nochmal bisschen schwieriger. Okay, habe ich? Habe ich? Super. Puh, ey, Alter. Ach so, hier ist wieder roter Boden. Oh, ach Gott, da bin ich einfach dran vorbeigesprungen. Okay, einfach mal ein bisschen Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, Leute. Ah ja, was habe ich denn so die letzten Tage an Serien geschaut? Ich muss sagen, ich habe jetzt Once Upon a Time zu Ende geschaut. Also zumindest Staffel 6 zu Ende. Läuft ja auf RTL Passion. Passion? Ja, ich denke mal, so heißt das. Und dann habe ich Star Wars, nicht die Filme geschaut, sondern die Serie dazu. Clone Wars und Star Wars Rebels. Da warte ich jetzt auf die vierte Staffel, die bei Disney Channel am 10. Dezember anfängt. Und ja, habe ich sonst noch was geschaut? The 100 beginnt ja jetzt auf Six wieder. Freue ich mich, vierte Staffel. Und, oh, guck mal Leute, das war's. So, und da ich den Weihnachtsmann gefunden habe, steht da unten auch X. Und wir haben zumindest, ne, einmal einen Pokal bekommen. 18 Minuten, Leute. Ihr müsstet das schaffen können. Ja, The Magicians habe ich auch noch geschaut. Sind zwei Staffeln. Lief auch auf Six. Und dann habe ich noch Riverdale. Ist ja noch aktuell. Und Stranger Things will ich mir jetzt irgendwann mal anschauen. Ich habe aber die erste Staffel noch nicht gesehen. Die muss ich halt erstmal noch nachschauen. Ja, okay Leute, ne? Wir sehen uns am Morgen wieder beim Adventskalender-Türchen Nummer 2. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.